Hallo zusammen und willkommen zu einem etwas anderen Zwergenbucht-Update-Video und zwar einer PvP-Aktion. Kala und ich sind losgezogen mit anderen aus der Allianz und haben Glasse und seine Truppe gejagt. Die kommen regelmäßig auf unseren Server, versuchen ein, zwei Leute zu töten, um die Affinitäten zu bekommen. Mit Affinitäten skillt man einen bestimmten Beruf schneller. Davon hat jeder am Anfang einen. Und wenn man jemanden umbringt vom Feindlichen Königreich, kriegt man deren Affinität. Das ist so ein kleines bisschen wie bei Highlander. ja. Und normalerweise bringen sie halt einen um, plündern ein bisschen was und verziehen sich wieder. Das heißt, es ist recht schwer, sie zu erwischen. Dieses Mal hatten wir aber recht viel Glück, was das angeht. Denn sie waren ein wenig zu gierig und das hat denen halt das Genick gebrochen. Wir haben uns dann möglichst schnell organisiert, wobei das bei so vielen Leuten recht schwierig ist, die alle zusammenzubekommen, an der richtigen Stelle zu treffen und dann nicht zu früh anzugreifen, damit der Gegner uns nicht kommen sieht und so weiter. Aber es hat geklappt und das ist das Wichtigste. Also erste Phase in jedem Kampf hat man eben schon sehen können, man schießt zuerst die Pferde weg. Das heißt, man nimmt ein Pferd als Ziel, schießt drauf, schießt drauf, schießt drauf, bis das Pferd umkippt. Weil wenn der Feind keine Pferde mehr hat, hat man einen riesigen Vorteil. Man kämpft besser, man hat einen Höhenvorteil, man kann den Gegner besser verfolgen, man kann im Notfall, wenn man angeschlagen ist, weglaufen und so weiter und so weiter. Deswegen meistens auf die Pferde. Hier hat man aber sehen können, dass der Gegner auch kämpfen wollte. Das heißt, wir haben nur einen Teil der Pferde angegriffen und sind dann direkt in Nahkampf übergegangen, weil die halt schon recht runtergeschlagen waren. Sieht man bei dem Ziel, das ich gerade verfolge, der ist schon auf 30%. Wenn wir jetzt auf das Pferd umschwenken würden, würde das viel zu lange dauern. Da bringe ich ihn lieber gleich um. Solange man einigermaßen flott mit der Maus dabei ist und sein Ziel nicht verliert, so wie ich das gerade gemacht habe, dann ist alles gut. Dieser rote Lava-Effekt auf dem Boden ist übrigens ein Flächenzauber von Makranon. Der fügt allen Gegnern Schaden zu. Ist also sehr praktisch, gerade bei größeren Gruppen. Und der Troll kämpft auf unserer Seite. Das ist ebenfalls ein Makranon-Effekt. Und zwar hat Wilds, einer von Stoned, den dominiert und sie bei sich zu Hause in so einem Käfig stehen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine PvP-Aktion ist, dominiert er ihn und führt ihn quasi an der Leine hinter sich her. Was sehr interessant aussieht. Aber ja, ist ein sehr guter Vorteil. Wobei wir diesen Kampf eigentlich eh schon gewonnen haben, weil wir drei Leute mehr waren. Es war ein kleines bisschen unfair. Wobei man sagen muss, einer von uns war auch Nakidai, weil er vergessen hat, sich anzuziehen. Und nein, es war nicht Kala oder ich. Wir sind inzwischen eigentlich recht gut vorbereitet, was sowas angeht. Also extra Kisten schon eingerichtet und so weiter, damit es möglichst schnell geht. Da können sich noch ein paar eine Scheibe von abschneiden. Die brauchen teilweise drei, viermal so lange. Aber gut, wir bringen hier nach und nach die Leute um. Und falls ihr euch wundert, warum ich zwischendurch im Kampf loote. Das Loot-Aufteilprinzip bei PvP ist meistens so, der es zuerst gegriffen hat, dem gehört's. Und da das teilweise richtig gutes Zeug ist, greift da jeder zwischendurch rein. Vor allem, wenn man schon einigermaßen abschätzen kann, dass der Feind unterlegen ist. Das heißt, man sieht, aha, es leben nur noch ein, zwei Leute, dann schnappe ich mir mal ein, zwei Sachen. Das ist vollkommen normal. Affinitäten haben wir eine bekommen, und zwar Kala. Der hat Pfeilschnitzen bekommen. Pfeilschnitzen ist eine ziemlich undankbare Aufgabe, aber wenigstens kann er jetzt seine eigenen Pfeile und unsere alle hoffentlich auch dafür schneller hochbekommen. Ich habe nichts abbekommen, jedenfalls nicht bei Affinitäten, dafür bei einer Leiche. Also ein Plattenpanzer und ein Langbogen und ein Bogen und alles, was er so dabei hatte, konnte ich looten. Andersrum hätte es aber auch passieren können. Genauso gut hätte ich sterben können oder wir alle hätten sterben können und dann hätten wir unsere Sachen verloren. Deswegen sollte man echt nur mit in die Schlacht reiten, was man entbehren kann. Aber das ist halt der Vorteil von der Zwergenbucht. Wir haben Plattenschmiede, wir haben Waffenschmiede. Wenn wir im Kampf irgendwas verlieren, kann das Dorf das ersetzen. Das haben Einzelspieler so nicht. Deswegen ein Großteil der Allianz kämpft gar nicht erst, weil es für sie ein zu großer Verlust wäre, irgendwas zu verlieren. Jo. Und wir, wie gesagt, unbeschadet daraus hervorgekommen. Kala und ich haben sogar nicht mal unsere Pferde verloren. Letztes Mal war das ein bisschen anders. Da hatten wir ein bisschen mehr verloren. Also was Pferde angeht. Das war ein richtig übles Schlachtfeld. Überall tote Pferde. 20, 30 Stück auf dem ganzen Boden verteilt. Das sah übel aus. Aber naja. Es war sehr schön, hier mitzumachen. Es war eine schnelle Aktion. Normalerweise kann es sein, dass man zwei, drei Stunden Gegner sucht und in der Mine hin und her und was weiß ich. Versucht das Boot zu kapern und dann fliehen die mit dem Boot und so weiter. Aber hier war es eine Sache von einer halben Stunde. Also die Beute aufteilen und einsortieren und absprechen, wer was gelootet hat und so weiter, hat länger gedauert als der Kampf selber. Konntet ihr ja sehen. Das Wichtigste war aber eigentlich, dass Kala und ich einfach nur da waren, dass man gesehen hat, aha, Zwergenbucht macht auch was im PvP. Die hocken nicht nur in ihrer Burg und skillen vor sich hin. Denn Ruf ist das Wichtigste in dem Spiel. Und wir sind dabei, einen sehr guten Ruf aufzubauen. Und es macht Spaß. Ja, ich mag Wurm Online.
Aber gut, ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick in das Spiel. Also jetzt, wie das PvP-mäßig aussehen kann, im Positivfall. Negativfall muss ich mal gucken, ob ich sowas auch mal aufnehme. Wobei so einen richtig herben Verlust hatten wir nur auf Elevation, als wir das Kapitol verteidigt haben. Aber da habe ich leider keine Aufnahme von. Muss ich bei Zeiten mal gucken, ob ich irgendwas Negatives finde, wo es so richtig schmerzhaft ist und man ganz viele Sachen verliert. Weil das gehört auch dazu. Und damit muss man sich vorher auch schon auseinandersetzen. Aber ja, wir sehen uns bei meinen nächsten Update-Videos. Bis die Tage.